Okay, Saskia, stell dir vor, ja? Sonntagmorgen, für was würdest du dich entscheiden? Croissant oder Waffel? Kann ich beides nehmen, weil ich finde beides gut. Ich finde es auch extrem schwierig, mich zu entscheiden. Und deswegen ist es das Gute, dass es jetzt Croffles gibt. Das ist eine Kombination aus Croissant und Waffel. Die Croissants werden nämlich im Waffeleisen ausgebacken. Und ich bin so hyped, weil man sich nicht mehr entscheiden muss und es so, so geil schmeckt. Also ihr müsst es unbedingt nachkochen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt ins Rezept. Also wir haben hier fertigen Croissant-Teig, den wir schon mal ein bisschen auftauen haben lassen. Das heißt, könnt ihr schon mal rausmachen aus dem Kühlschrank, Gefrierfach, je nachdem, für was ihr euch entscheidet. Unsere Waffeleisen haben wir abgestaubt. Nutzt es nämlich viel zu selten, und weil wir so viele coole Rezepte haben, wenn ich schon dabei bin. Ich habe übrigens auch mal einen Knödelteig im Waffeleisen gemacht. Das Rezept können wir euch hier oben auch mal gleich verlinken. Das war nämlich auch so geil. Das war sehr lecker, ja. Und genau, wir haben hier unsere Avocado und unser Ei. Brettchen. Magst du die Avocado schon mal schnippeln? Ja, kann ich gerne machen. Dann kümmere ich mich währenddessen schon mal um unsere Eier. Wir machen nämlich pochierte Eier obendrauf. Und wir haben noch einen kleinen Eier-Hack, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen? Also da solltet ihr gespannt drauf sein, weil wir machen nicht nur pochierte Eier, sondern noch was ganz, ganz Cooles. Mini-Spiegeleier, falls euch das was sagt, aber mehr dazu später. Während du die Avocado schneidest, lasse ich schon mal mein Ei hier in ein Glas Wasser fallen. Wir schauen mal. So. Wir machen aber nur die eine Seite, oder, von der Avocado? Ja, ich glaube, das reicht. Ja, weil das wäre dann übrigens ein Tipp von mir. Ihr nehmt dann die Seite mit dem Kern drin und tut die zur Seite legen, benutzt also diese Seite und legt die entweder in kaltes Wasser rein, in eine Tupperdose, und tut die dann in den Kühlschrank, so hält es besser und wird halt nicht braun. Oder du hattest noch einen Tipp? Ich hab einen kleinen Tipp für die Avocado, wenn ihr die verwertet. Ja. Meistens bekommt relativ schnell braune Flecken, und es liegt tatsächlich daran, Achtung, random Fact, und zwar ist ein Enzym drin, Polyphenoloxidase. Es oxidiert mit der Luft und deswegen wird das braun. Und das könnt ihr eben mit ein bisschen Zitronensaft einfach gegenwirken. Dann sieht es schöner aus, und die Zitrone, finde ich, gibt dem Ganzen auch nochmal so einen frischen Kick. Also yes. So, hier seht ihr, dass das Ei noch frisch ist. Wir können es verwerten, weil es liegt nämlich auf dem Boden. Sollte euer Ei beim Frischetest oben am Wasser schwimmen, dann würde ich es lieber nicht mehr benutzen. Wir machen zwei verschiedene Varianten von unseren Eiern. Einmal haben wir hier frische Eier umgekocht. Daraus machen wir pochierte Eier. Die schmeißen wir dann gleich hier in das kochende Wasser. Richtig. Aber wir haben auch noch etwas Besonderes. Da. Wir haben nämlich Eier eingefroren. Wir machen da jetzt was richtig Cooles draus. Ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Mini-Spiegeleier. Und es ist einfach so süß. Und ich liebe es. Wir müssen es nur gleich mal kurz unter warmes Wasser halten. Aber nur ganz kurz, weil sonst taut euer Eiweiß wieder auf. Also nur wirklich ganz kurz. Ich habe es einmal ein bisschen zu lange gemacht, als ich es getestet habe. Nicht so das geil. War nicht so gut. Und das macht man, damit die Schale eben besser abgeht, weil wir die jetzt einmal schälen müssen. Genau. Richtig. Dann, brauche ich ein Messer. Ah! Aber noch ein Tipp von mir, die Pfanne macht ihr nicht zu heiß. Oh. Ja, ich so direkt auf Power geballert erstmal. Alles gut, Fire. Ja, ihr macht es nicht zu heiß, damit es noch ein bisschen auftauen kann, das Ei. Und dann... Ach, damit es dann nicht roh ist, aber schon angekugelt. Genau, richtig. Und dann legt ihr es rein. Komm, wir machen mal hier, damit es auch schön ist, wir machen mal hier so zwei rein. Oh, der ist aber echt dick geworden hier. Ja, ich bin halt jetzt ein bisschen sehr... Ja, aber trotzdem geil, weil eigentlich kriegst du aus einem Ei ja nur ein Spiegel an. Da muss man sich drum streiten. Das hast du auch nur ein... Also, gefühlt habe ich jetzt mehr Eigelb, als ich bei einem Spiegel... Weißt du, was ich meine? Ja. Bei einem Ei habe. Stimmt. Weil ich habe ja so viele. Dann klappen wir hier einmal unser vorgeheiztes Waffeleisen auf. Dann nehmen wir uns ein Croissant, legen das in die Mitte. Und dann geht's so... dieses Geräusch. Oh mein Gott, Leute, sieht so gut aus. Woher kommen Croffles eigentlich? Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich gibt es die Croffles schon länger, als man denkt. Also es wurde vor 5 bis 6 Jahren zum ersten Mal in Korea auf einem Foodmarkt entdeckt. Oh krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es wird sich tatsächlich so ein bisschen gestritten, wer als erstes war, wer es erfunden hat. Sind wir mal ehrlich, ist eigentlich egal, wer es erfunden hat. Hauptsache es ist jetzt da und wir können es genießen, oder? Ich wollte gerade sagen, sehe ich genauso. Es ist schon fertig. Es geht tatsächlich richtig ja, schnell. Ist fertig. Wir schauen. Oh mein Gott. Oh, hi. Und jetzt wird es noch mit unseren Zutaten gepimpt. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Es geht so schnell, es ist so einfach. Aber wenn du das deinen Freunden beim Frühstück oder beim Brunchen auf den Tisch stellst, denken die so, oh mein Gott, was hast du gemacht? Ja, die denken sich so, oh mein Gott, extra fancy. Das ist eine Insta-Story wert, und das muss was heißen. Ja.
Das hast du schön gesagt. Ja. Okay, unsere Spiegeleien, die sehen jetzt schon gut aus. Ich mache das jetzt noch mal ein bisschen höher, dass die schön durchbacken können. Ja. Jetzt kommen wir zu unseren pochierten Eiern. Dafür nehme ich mir hier einmal eine Tasse und schlage da jetzt ein Ei rein. Kannst du das mit einer Hand? Ja. Ich konnte das mal. Ich hätte es zeigen müssen. Soll ich beim machen? Nächsten. Nee, ich möchte es machen. Ein bisschen, der Druck ist da. Hey, oh, voll die fette Schale einfach drin. Ja gut, aber du hast das voll gut gemacht. Ich bin mein stolz Gott, auf dich. So, und jetzt für die pochierten Eier. Also das ist so ein Hack, den ich, was heißt, ich weiß nicht, ob es ein Hack ist, aber so mache ich das immer. Man lässt das Wasser kurz aufkochen, dass es kocht, aber Achtung, pochierte Eier nicht ins kochende Wasser, sondern ins siedende Wasser geben. Ja. Das heißt, dann kurz den Herd runterschalten, dass das Wasser nur noch siedet. Und ihr könnt auch noch einen Schuss Essig reinmachen, wenn ihr mögt, weil dann gerinnt das Eiweiß schneller. Ich mache mit dem Löffel hier jetzt so einen Strudel und in die Mitte von dem Strudel gebt ihr dann quasi euer rohes Ei rein und so kriegen wir ein pochiertes Ei. Möchtest du, wenn ich den Strudel mache, das Ei reinmachen? Kann ich machen. Danke, cool. Ihr braucht dafür auch keine vier Hände mal wieder, sondern ihr könnt das auch alleine machen. Also einfach den Strudel machen und dann das Ei nachschütten. Wie sieht das aus? Wie so ein Dementor. Oh mein Gott, genau das gleiche. Ja! Schon wieder! Und während wir jetzt kurz auf das Ei warten, wollte ich noch fragen, bist du ein süßer Frühstücker oder ein deftiger Frühstücker? Ein deftiger Frühstücker. Deftiger Frühstücker, also ist es jetzt für dich das perfekte Frühstück so? Ja. Croffle, wobei Croffle hat ja sogar so ein bisschen süßer, aber dann hast du halt so deftiges Topping. Ich bin eher der süße Frühstücker, weil ich finde, wenn ich morgens was Süßes frühstücke, dann habe ich den Tag über nicht so Gelüste auf was Süßes irgendwie. Worauf ich hinaus wollte ist aber, wir haben ja unsere Base, die Croffle. Und die Toppings könnt ihr natürlich immer selbst entscheiden. Wir haben uns jetzt für ein deftiges Topping entschieden, indem wir jetzt Avocado und Ei drauf machen. Ihr könnt aber auch Marmelade, Schokocreme, was auch immer auf diese Croffles machen. Und könnt die dementsprechend anpassen, je nachdem, was ihr gerne mögt oder auch, was eure Gäste gerne mögen. Oder, was wir noch haben, Räucherlachs. Mhm. Auch cool, wir haben nämlich noch ein paar Sachen in unserem Kühlschrank oder Reste. Wenn ihr übrig habt, könnt ihr natürlich, je nachdem, was ihr habt, ich glaube, wir haben Räucherlachs gesagt, wir haben noch ein bisschen Kresse haben wir hier schon rausgestellt, kann man auch einfach ein bisschen toppen. Hatten wir Tomaten? Genau, wir haben noch frische Tomaten und ihr könnt es so anpassen, wie ihr wollt. Also auch eigentlich ein gutes, leckeres Rezept. Ja. Könnt die Reste, die ihr mal im Kühlschrank habt, einfach verwerten und hier mit auf die Croffle packen. Und weißt du, was wir auch noch haben, was wir später auf jeden Fall machen müssen? Ja, natürlich, was ich letztes Jahr gemacht habe. Ich habe es nämlich ein bisschen vorbereitet, beziehungsweise ich habe letzte Woche ein Batch gemacht. Wir machen nämlich, dazu gibt es dann einfach Maggi-Lade, Leute. Wisst ihr, was Maggi-Lade ist? Erdbeermarmelade. Hoffentlich ja. Mit Maggi-Würze. Richtig geil. Und es ist wirklich geil. Am Anfang hat sich das so ein bisschen so, kann das schmecken, aber ja, es schmeckt richtig geil. Ja. Wir haben auch ein Rezept, das können wir euch hier oben natürlich auch mal wieder verlinken. Und das testen wir später auch mit den Croffles, würde ich sagen. Ja. Dann würde ich sagen, wir packen Avocado auf unsere Croffle. Ja. Aber ich will abzählen, ne? Ich möchte nicht, dass du mehr Avocado drauf hast. Ich mach bei mir weniger drauf. Wow. Wie süß ist das bitte? Es ist einfach ein Mini-Spiegelei und ich finde es so süß. Nehmen jetzt the perfect match. Ja. Haben wir schon so oft gesagt, das wird auch einfach nie anders sein, weil die Würze einfach perfekt zum Ei passt. Was möchtest du machen? Schneidest du schon mal die Tomatoes? Ja, ich schneide schon mal die Tomatoes. Ich öffne schon mal unsere Maggi-Lade. Und beleg dann das eine Croissant. Das ist so, schmierst du so Fett dann drauf oder bist du so ein Minimalist? Also machst du nur so wenig? Immer viel. Okay, wow, jetzt haben wir richtig viel zum Probieren. Ich wollte gerade sagen. Aber ich freue mich schon richtig. Okay, warte, machen wir Cheers. 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 Das passt einfach so gut. Probierst du noch das Süße? Ja. Und während Saskia jetzt hier gerade noch probiert, hoffen wir euch natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wir haben euch hier unten noch ein anderes super cooles Rezept verlinkt und hier oben könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Auch gut? Mega, probier mal. Mega. Oh mein Gott.